Und damit herzlich willkommen zurück bei Sniper Elite 4. Ich spiele zusammen mit dem Fabian. Hallo. Und wir sind zurück von unserer letzten Mission, wo wir die Partisanen befreit haben. Genau, mit denen können wir ja überall reden. Können wir gleich eigentlich mal machen. Genau. Was genau unsere Mission ist, haben wir jetzt nicht erfahren, weil es irgendwie Ah, keine doch, hier, eher um Zwischensequenz Mission gibt. zu starten. Steht hier. Aber lass erstmal mit den Ah. anderen reden. Ja, das habe ich auch gedacht. So, hä, wo ist die Zwischensequenz? Da war ich gerade auch verwirrt, aber gucken wir mal. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Verstanden, Rotfuchs. Amerikanischer Aufklärer über der Gelino abgestürzt. Konstruktion streng geheim. Unbedingt Piloten samt Luftaufnahmen finden. Außerdem Flugzeugwrack zerstören. Ende. Hab verstanden. Ende. Alles klar. So, wollen wir uns die Leute aufteilen? Du bleibst bei dem da vorne, ich bei dem hier. Okay, das kann Ihnen immer nur einer machen. Der Scharfschütze. Mein Name ist Lucio. Ja, Lucio, aus der alten Burgruine. Der Engel hat euch rechtzeitig gerettet. Ja, das hat sie. Sie ist ein barmherziger Engel, ne? Naja, eher ein Racheengel, wenn ich mir die Anzahl der getöteten Faschisten so ansehe. Mag sein, aber sie tötet nur böse Männer, ne? Und was ist mit ihnen? Töten sie auch nur die Bösen? Aber ja doch. Der wirkt irgendwie komisch. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Ja. Ach so, willst du? Ich dachte erst, du redest den da hinten. Mit dem kann man nicht sprechen. Echt nicht? Nee, ich kann Ach mit so, dem doch, nicht ich reden. schon. Karl, Das ist wahrscheinlich, weil du die Mission ich gestartet habe hast. ein Englein gehört. So Das ist kann es. sein. Passen Sie auf. Ich habe einen Informanten namens Dorfmann. Weit oben in der Nazi-Hierarchie. Kann man ihm trauen? Nun, bisher war er stets eine verlässliche Quelle. Angeblich gibt es ein größeres Munitionsdepot in der Nähe des Viadukts. Und Sie wollen, dass ich es zerstöre? Da fragen Sie noch. Ja, sehr sympathisch. Also, wie nennen wir den Deutschen? Habt mal Vorschläge. Wir nennen ihn Dorfmann. Finde ich gut, finde ich gut. So ungefähr so im Entwicklermeeting. Ja. Sie haben mich schnell an der Burg gefunden. War das ein Test, ob ich Ihrer Sache verpflichtet bin? Unsere Leute sollten hingerichtet werden. In der Vergangenheit war nicht immer Verlass auf die Alliierten. Ist es das, was Sie wollen? Sie testen. Probieren Sie es. Na gut. Ein Eisenbahngeschütz steht am Viadukt. Es hat viele unserer Leute getötet. Und wenn die Alliierten kommen, wird es auch viele ihrer Leute töten. Warum haben Sie es nicht selbst außer Gefecht gesetzt? Betrachten Sie es als Herausforderung. Also ich muss schon sagen, an sich das Spiel gefällt mir, aber die Dialoge, die sind jetzt nicht so Premium. Ja, das stimmt, die können schon ein bisschen besser sein. Und ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann Genau. mal Sniper mit Schalldämpfer kriegen. Aber dann starte ich mal. Jo. Das hat ziemlich gewaltig aus, das Eisenbahngeschütz. Auf Ich jeden muss irgendwie Fall. an dieses So. Eisenbahngeschütz rankommen. Checkpoints. Los, wie? Panzersperrwagen und das Transportlager zerstören. Okay. Also hier mit der Natur, das sieht schon schick aus. Das stimmt. So. Kontrollpunkt sichern. Also am nächsten ist Ah. Pilot finden.
245 Meter ziemlich geradeaus. Genau, diese Kontrollpunkte sichern, das ist optional. Wagen zerstören, Sprengladungen platzieren. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal mehrere Sachen noch zu machen. Ja. So, und warte, hinter uns ist noch was. 143 Meter Kontrollpunkt. Sollen wir den zuerst sichern? Ja, habe ich auch gerade überlegt. Ja, machen wir das mal, weil der gerade so nah ist. Außerdem war die letzte Folge ja auch etwas kürzer. Ja, vielleicht das wieder stimmt. Mehr zum Zeigen. So, mal gucken, ob wir diesmal leise genug vorgehen können. Ich sehe schon ein paar Gegner. Jägertruppen. Böhm geht kein Risiko ein. Oh, mich sieht auf jeden Fall schon wer, aber ich sehe noch keinen. Achso, da geradezu. Oh ne. Ich muss mich um den Kontrollpunkt kümmern. Ich glaube, die haben uns da gerade entdeckt. Nee, bei mir nicht. Boah. Einen habe ich gerade schön gegeben. Okay, das haben die aber gehört. Ha! Ist halt echt blöd, wenn die das immer hören. Wenn man den schönen Kopfschuss gibt. Oh lol. Ich werde richtig durchlöchert hier. Ja. Hilfe nur die gut alte Pistole. Vielleicht sollte man die Pistole echt häufiger benutzen, die hat ja einen Schalldämpfer. Ja. Okay, du ziehst gerade alle auf dich, habe ich das Gefühl. Ja, das habe ich auch. Ne, das Gefühl habe ich nicht mehr, denn ich wurde gerade selber. Oh, nein, getroffen. Den wollte ich gar nicht haben. Gleich habe ich keine Munition mehr. Oh, nice. Hab mit dem Sturmgewehr schon keine Munition mehr. Mann! Offensichtlich bewegt sich zu viel. Wie kann man mal in Deckung gehen? Achso, Steuerung. Nee, doch nicht. Ich will mich einfach hinter so einer Kiste oder so ducken. Boah. So. War auf jeden Fall gerade nicht unauffällig. Nee, leider nicht. Was wir nie gemacht haben. Das gibt's auch nicht. Ich komme hier aus diesem Wackeln nicht raus. Da hat zu wenig Luft, glaube ich, um die lange stillzuhalten. Das war der Kiefer. Habe ich da gerade das H-Wort gehört? Ich habe nichts gehört. Ich habe auch keinen Gegner mehr gehört. Jo. So, einer fehlt noch. Wie aktiviere ich nochmal das Item? Wir locken noch mehr Gegner an. Habe ich den hier nicht getroffen, bitte. So. So.
Mein Gott, da kommt noch einer. Du schießt nicht mehr auf mich. Na, danke. So. Jetzt sollten wir ganz kurz in Deckung gehen. Eieiei, was war denn hier mal ducken? C war ducken. Okay. Ja. C war ducken, alles klar. Aber hier haben wir jetzt echt alles gemacht. Bitte denk jetzt noch mal, angezeigt. Oder? Nee, wird nicht angezeigt. Dann würde ich jetzt als nächstes zum Piloten laufen. Dann holen wir den armen Kerl. Ich würde erstmal die ganzen Leichen hier durchsuchen. Wir brauchen echt dringend Munition, also ich zumindest. Sonst nichts. Oh, da ist noch jemand. Oh fuck. Der hat mich hier weggehauen, weil irgendwas in die Luft geflogen ist. Ja, warte. Bin weggemacht, wo bist du? Hier hin. Da bist du. Genau. Ich verblute gerade ganz elegant. Ja. Dankeschön. Aber du hast ja jetzt noch ehrenvoll gekämpft, wenn es dich erwischt hätte. Einer kommt noch durchs Gebüsch. Ist fast alle. Hast du ihn? Ja. Das ist ja, echt was. Niemand, wo Leute töten kann. Oh, da kommen ja noch mehr. Ja. Oh, dahinter kommen noch mehr. Wahrscheinlich sammeln wir jetzt hier erstmal alle. Das kommt es mir auch vor. Auch wenn ich glaube, dass es nicht so sein wird. Die Musik gefällt mir mal gerade. Hier gibt's ja nichts mehr zu finden. So. Ja, Leichen durchsuchen ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Na. Ja. Hier immerhin wieder ein bisschen. Okay, mit der Thompson haben die leider gar nicht so viel Munition. Naja, muss passen. Aber ich nehme vielleicht erstmal die Pistole. Ich kann mal mit der irgendwie ein bisschen sneaky vorgehen. Wollen wir den nächsten Kontrollpunkt machen? Warte mal, ich kann hier sogar markieren. Ja. Oh, hier kommen wieder. Also die haben uns verloren, gerade. Ja, aber die sind nur alarmiert. Okay, lass uns die mal kurz nicht alarmieren. Oder wollen wir die schnell mit einer silenzten Pistole ausschalten? Ja. Boah, die Pistole ist aber auch echt schwach. Sehr gut. Okay, die wurden aber trotzdem alarmiert, scheinbar. Also wegen unserer letzten Position. Ich muss unbedingt mal wissen, wie heile ich denn nochmal? Also mit Q wähle ich das Heilpack aus. Und was mache ich dann nochmal? Q, dann F, glaube ich. Ah, ja, danke. Bitte. Ja, jetzt wird es gerade kritisch. Ich habe jetzt okay. Auch kein Heilpack mehr, aber ich bin jetzt zumindest wieder voll Leben. Gar keins mehr. Okay, ich habe nur zwei. Gut, dann gehst du jetzt immer vor, lol. Der Kontrollpunkt muss verschwinden. Ah, da ist schon wieder jemand. Okay, warte mal. Lass mal links rüber.
Ich muss erstmal zu dir kommen. Moment. Ja, pass mal auf, das ist nicht einer, der rennt, glaube ich, zu unserer alten Position. Oder ne, zwei sogar, so wie es aussieht. Ja, okay, wir haben sie umgangen. Ja. Hier ist so ein Geschütz, das wäre natürlich mega, wenn man das übernehmen könnte. Oh, das ist ein Panzer. Da sitzt jemand drin. Das ist keine gute Sache. Ich habe einen Stein zum Gegenwerfen. Stielhandgranate. Die können vielleicht was bringen. Ich glaube, den können wir nicht übernehmen. Wenn er da ist, dann wird er uns. Ich mache mal ein bisschen Action. Wie unangenehm. Okay, es hat ihn nicht gekillt. Kannst ja auch nochmal gucken mit deinen Granaten. Macht man das mal mit 3? Nee, auch über Q auswählen. Oder was ist das denn hier? Mhm. Über Q auswählen und dann halt mit F werfen, also F gedrückt halten. Der Panzer hat mich volle Kanne im Blick. Oh, Kacke. Aber wie habe ich den nicht getroffen? Komm schon. So. Oh ja, ich schieße den Sniper mit einer Sniper an. Und der kippt nicht mehr um. So. Leute, was hält der denn aus? Ist ja brutal. 4 Schüsse hält der aus. Da hinten ist noch ein Panzer. Mein Gott, war die V nicht nah? Kampf hier mit? Das war mal ein Kontrollpunkt. Nationales Ziel abgeschlossen. Okay, jetzt laufen. Ah! Lauf, Daniele, lauf! Du? Lauf! Warte nicht auf mich, lass mich zurück! Keine Zeit für dummes Heldentum. Okay. So. Ich bin mir ja nicht ganz sicher, vielleicht sollten wir die optionalen Ziele doch lassen. Ich meine, das klappt zwar irgendwie, aber... Also lass uns jetzt den Piloten finden. So richtig? Ich weiß nicht. Was hast du denn jetzt gerade mal hier? Pilot finden? Okay, lass uns das mal am besten machen. Ja... Ich glaube, das jetzt keine Granaten zum Beispiel mehr. Ja, ich glaube, das mit den optionalen Zielen, das ist eher so eine Sache, die wir dann, glaube ich, machen, wenn wir besser in dem Spiel sind. Das dauert noch. Warte, Achtung, Mine. Achtung! Genau, woher, das meinte ich gerade. Vorher wusstest du denn, dass da eine ist? Weil da ein fettes Stillstand. Ernsthaft? Ein paar Meter weiter, ja. Lol, aber sind wir hier nicht auf dem Hinweg? Achso, nee, sind wir nicht, wir sind da unten lang. So, okay. Lass uns jetzt mal ganz kurz. Komm mal erstmal hier zurück am Anfang. Jetzt zeige ich dir schon ganz kurz das Schild. Hier. Okay, ja. Und jetzt würde ich auf den Boden schießen, so ein bisschen. Ob da irgendwo Minen sind. Machen es anders. Ich laufe vor. Und du kommst hinterher. Ja, wir haben nicht so viel Munition. Wir dürfen die nicht so verschwenden. Ich finde, das ist ein valider Plan. Okay. Oh Leute, wir haben Leute angelockt. Da kriegen gleich Besuch. Da unten. Siegfried, bleib hier.
Er hat noch gelebt. Ach so. Schätze, ich habe alles. So, und da sollten wir einen Pilot finden. Schießt da schon wieder jemand auf uns? Ja. Tatsächlich. Da oben. Ah, ja, nice. Hast du die gerade weggemacht? Ja, irgendwie Granatenkill. Ich glaube, ich habe auf irgendwas Explosives aus Versehen geschossen. Versehentlich tot. Ich sollte unsere Serie auch in How Not to Play Sniper Elite 4 spielen. Was? Sag nochmal. Sollten wir unsere Serie auch in How Not to Play Sniper Elite 4 umbenennen? Oh ne, Luftangriff ist das da wieder. Schnell weg hier. Nein. Kann ich da gerade nicht holen. Das ist zu riskant. Okay, jetzt kann ich dich holen. Oh shit. Hoffentlich überlebe ich das. Mach erstmal den einen weg, der an der Mauer ist. Nein. Ich war jetzt schon so weit. Wo ist der denn? Ach, da. So. Weg mit die Viecher. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das durchaus amüsant sein kann. Quasi, dass wir. Ja, jemanden zuzugucken, der das Spiel halt nicht so gut kann. Ich meine, irgendwie schaffen wir es ja doch. Ja. Erfolgreich sind wir. So, kurz in Deckung gehen. Boah, ich bin halt fast wieder tot, ey. Schön, den habe ich bekommen. Sun Mate, komm. Na, wieder ein paar Bluten. Ich hab keine Munition mehr von der Pistole, das gibt's doch nicht. Hinter dem Baum hier, Richtung, meine Richtung. Bisschen weiter rechts. Egal, ich muss dich holen, sonst bist du komplett tot. Wo liegst du denn? Ah, da. Hinter dem Baum. Na. Ah. Das war's. Genauigkeit war auch schon mal besser. Ja. Wo fangen wir jetzt wieder an? Hier, okay. Ja, geht ja. Ich glaube, die Kontrollpunkte waren ja eigentlich immer ziemlich fair. Ich gehe mal ins Haus rein diesmal, anstatt außen lang. Ach, hier liegt was. Ein Aufruf zu den Waffen. Aber wird er auch befolgt? Na, wie fühlt sich das an um die Schulter? Nein, das gibt's doch nicht. Was machst du denn immer? Sie ist gerade nach der Seite gekommen. Der hält aber auch alles aus. So, ich hol dich jetzt. Schön, ja, der war halt hier rechts und ich hatte gerade die Waffe gewechselt. Ich geh mal ins Haus rein. Die
sterben aber auch nicht beim ersten Schuss direkt, leider. Ja, kommt immer drauf an, wo man die trifft. Oh. Ja. Ich dachte, ich würde sie besser treffen. Bei dem war anscheinend nicht so. Ich finde auch, in der Mission halt manche unfassbar viel aus. Also vorhin hatte ich eine angeschossen, habe ich viermal mit der Sniper gehittet. Also ich denke eigentlich, selbst bei schlechten Schüssen, wenn du mir viermal mit einer Sniper triffst, sollte es das eigentlich gewesen sein. Oh, schön. Oh, hier ist einer wieder close bei uns. Zwei gleich. Hier gibt's nichts mehr zu finden. Also wie viel ich jetzt eingetroffen? Das gibt's doch nicht. Mal her, du. Jetzt haut er ab. Feigling. Von wo? Oh. Da ist irgendwer da am Haus, wo du bist. Ja. Aber noch einer ist das. Ja. Ist der drin? Nee, der ist am Fenster. Hab ihn. Das war so ein Offizier, der hatte sich am Fenster. Sammy ist so, dann hole ich dich mal schnell. Aber du liegst da natürlich auch super. Direkt vor der. Vorm Eingang. Ja, habe ich mir gut ausgesucht, die Stelle. Hier war der. Danke. An dem Fenster, wo du gerade. Hier liegt das Sackgesicht. So. Okay, dann jetzt schnell weiter. Ich muss erstmal ein bisschen Munition sammeln. Boah, der hat ja richtig viel Loot gehabt. Ich glaube, jetzt ist gerade relativ ruhig. Mehr finde ich nicht. Ja. Also, wie ich das Spiel kenne, ist das auch eher so eine Momentaufnahme. Ich glaube, wieder irgendwas richtig Großes, Lautes. Ah ja, ich sehe schon ein paar laute Sachen, die ich machen könnte. Aber das mache ich jetzt mal nicht. Lass mich mal kurz Munition sammeln. Des abgestürzten Piloten. Ich muss an die Findose ran. Ein bisschen vorsorgen, dass ich jetzt nicht wieder im Gefecht. Oh. Hast du ihn gefunden? Ja. Top. So. In dieser Kirche drin war der. So, das heißt, wenn es unser nächstes Ziel ist, das Flugzeug. Oh, da kommt schon wieder neue. Okay, Entdeckung. Vielleicht können wir die echt umlaufen. Lass die mal zu unserer letzten Position laufen. Wo ist der abgeblieben? Und dann jetzt ganz schnell. Ist die letzte Position. Hier lang. Ja, guck mal, das war doch immer mal so ein bisschen stealthy. Ja. So, jetzt sollten wir wieder schleichen. Muss ich mal kurz regenerieren. Okay. Er hat ein bisschen laut gekeucht. Sollte er am besten nicht machen, wenn wir unauffällig bleiben wollen. Ja, ach, okay, stimmt. Jetzt haben wir wieder richtig viel Platz. Also direkt vor uns sind eine Menge Gegner. Ja. Ich denke mal, das Flugzeug ist da hinten. Vielleicht können wir auch ans Flugzeug dran, ohne die Gegner zu bekämpfen. Ach, dann kommen welche in unsere Richtung. Ja, warte, komm mal mit. Ja, warte. Weil da raucht so und da wir ein abgestürztes Flugzeug finden sollen, denke ich mir schon, dass das da ist. Vielleicht kommen wir da echt hingeschlichen ohne Kampf. Ich warte mal auf vier Gegner. Eine unserer Aufklärungsmaschinen. Ein Prototyp. Die Nazis dürfen diese. Zerstöre das Flugzeug. Okay. Ich muss sie zerstören. Nur wie. So. Wir sind eine S-Mine. Ist halt nur nicht. Kann ich die werfen? Ne, die habe ich jetzt hingesetzt. Ne, das will ich nicht. Sieht nützlich aus.
Lass mal vielleicht jetzt auf die Pistole wechseln. Ach komm schon. Ja, wieso treffe ich den nicht? Warte, lass mal hier bleiben in dem Gebüsch. Ja, die sind noch nicht rot, ja. Aber das habe ich gerade auch gesehen. Warum denn nicht? Also, ich habe mich das gefragt, ob man nicht so früh gestorben ist. Wir haben eigentlich. Ja, ich hätte eigentlich auch gedacht, ich hätte ziemlich gut auf den Kopf gezielt. So. Am liebsten würde ich denn hier auf der Mauer ausschauen. Oh ja. Ja. Das mache ich jetzt auch. Ja, sehr gute Idee. Ja, der stand da so schön wie auf dem Präsentierteller, da konnte ich nicht widerstehen. Warte, jetzt siehst du den hier ganz westlich. Den würde ich jetzt wegmachen. Ja, mach mal. Nein! Das hat nicht geklappt. Das... Jetzt. Okay, die sind. Oh mein Gott, der hat sich bewegt. Ja, dann lass mal kurz abwarten. Würde ich jetzt nicht weiter ballern. Vielleicht ist das auch die Sache, wie man das Spiel spielen soll. Einfach, dass die gelb sind, dass sie quasi sehen, dass wer tot ist, aber nicht sehen, wo man selbst ist. Hm. Mach mal den, der auf dich zuläuft. So. Jetzt haben wir nur noch drei. Ah, drei klingt doch überschaubar. Ich mach mal den ganz rechts jetzt. Mit dem zwei vielleicht am besten sogar. Guck mal mit dem anderen. Was ist der denn? Ah, da. Nein! Shit, der eine. So. Oh fuck, der eine ist rot. Deckung aufgeflogen. Okay, lass gleich mal abwarten. Ich töte den eben und dann können wir aber abwarten. So, dann machen wir jetzt schnell das Fahrzeug kaputt. Und dann weg hier. Mal womit? Zerstöre das Wrack. Ja, gute Frage. Kann man einfach drauf schießen? Warte. Scheint irgendwie nicht zu klappen. Jetzt probiere ich was anderes, aber ich setze hier mal Minen dran. Oh nein, nein, nein! Ich setze hier mal hoch. Was Munition finden. So Minen hin. Dann können wir mal gucken, wenn wir die abschießen. Achso, warte mal, was kann ich denn hier? Endpunkt. Ach, für Stolpermine. Mach ich mal hier. Okay, geh mal weg. Schuss gehört. Okay, ich habe mich damit selbst weggesprengt. Ja, das kann doch nicht sein, dass es so schwer ist, dieses scheiß Wrack kaputt zu machen. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Aufmerksamkeit der Gegner. Na, das, die wollte ich eigentlich nicht. Vielleicht soll ich einen Stein drauf werfen. Oder auf den Gegner. LOL, ich habe einen Gegner mit dem Stein getötet! War das der gleiche, mit dem ich mich gerade mit dem Kopfschuss getötet habe? Ach so. Okay, nee, dann nicht. Ich habe gerade schon gedacht, weil ich hab den Stein geworfen, plötzlich höre ich so. Und der verschwindet von der Minimap. Deswegen habe ich gedacht, okay. Aber ich wusste nicht, dass du schießt. Ja, er hat mit der Pistole geschossen. Das ergibt auch mehr Sinn. Habe mich schon gewundert, weil das ist ja auch super unwahrscheinlich. Dass er den dann trifft, weil ich den auch einfach so ins Blaue geworfen habe. So. Ja, aber jetzt echt die Frage, wie kriegen wir das zerstört? Kann doch nicht sein, ey. So, warte mal. Hab wir noch. Muss da irgendwas rumliegen, womit wir das kaputt kriegen?
Schätze, ich habe alles. Können wir Stolpermine gerade. Und wenn ich mich da, wenn ich jetzt da drüber laufe, dann macht's ja Bumm. Da kommen mal wieder neue. Hab ihn. Noch, oder? Nee, war ein Kopfschuss. Warte, wenn ich jetzt hier über den Stolperdraht laufe, kannst du mich dann wieder... Ach nee, warte, hier wird was angezeigt. Oh, die Rucksackladung. Sollen wir da hin? Okay. Ich meine auch, oder? Nee, geh mal weg. Das müsste eigentlich reichen. So, Aufnahmen gesichert. So viel zu dem Flugzeugwrack. Achso, das war optional. Was haben wir jetzt noch? Demoliere das Eisenbahngeschütz, Sprengladung platzieren. Okay, dann gehen wir mal dahin weiter. Dann ist es wahrscheinlich meine Aufgabe. Dann lass ich mal kurz heilen. Oh ja, das sieht schon viel besser aus. Eine Leiche durchsuche ich noch. Okay. Es wird ja nichts weggeschmissen. Eine Tellermine. Aber bei komm, die hier geht auch noch. Die liegt gerade auf dem Weg. So. Du hast den Punkt schon markiert? Ja. Lauf gerade schon hin, wobei wir kommen gleich auch wieder Gegner. Das wäre jetzt am besten... geduckt laufen, um nicht so viel Lärm zu machen. Ein Gegner habe ich hier gefunden, der ist ganz alleine. Soll ich mal wegmachen? Nee, lieber nicht. Okay. Nachher geht irgendwas schief, dann haben wir die wieder alle aufgehetzt. Das würde ich, wenn es geht, eigentlich gern vermeiden. Gut. Warte mal auf mich. Da hinten ist ein Scharfschütze. Aber jetzt kriege ich den nicht. Wie hoch muss ich denn zielen auf die Distanz? Also weg. Läuft jetzt wieder nicht so, wie ich wollte. Au! Was war das denn? Das heißt, der Scharfschütze da oben, siehst du das nicht? Von der Linse, dieses Leuchten. Das wurde mir gerade nicht angezeigt. Okay, ich verblute. Ah, Mann. Tschüss, du blöder Scharfschütze. Verblutest, okay. Ich hol dich mal. Ich bin froh, dass ich jetzt gesehen werde direkt. Fuck. Hältst du noch ein bisschen durch? Nee. Eigentlich fuck. Nicht. Ich müsste. Ja, ich wäre jetzt auch direkt gestorben, wenn ich jetzt in den. Naja, ich hab die angeschossen. Okay, Checkpoint können wir neu starten. Fuck, ich will gerade zu dir kommen. Ich muss echt mal Compilation machen, wie oft du in den letzten 2 Minuten Fuck gesagt hast. Bestimmt 6 Mal oder so. Das ist ja was für ein Schnitt. Ne? Gehen wir an die Regie. Genau. Fuck. Eigentlich nicht. Fuck. Okay. Dann, ich habe eine Position gefunden, wo ich den Scharfschützen gut wegmachen kann. Okay, dann mach mal. Das, was ich gerade eben probiert hatte, hat nicht geklappt. Ja. Ich
Frage ist, ich überlege gerade, ob es vielleicht sinnvoll ist, wenn du damit einen Moment wartest und ich gucke, dass ich mich da irgendwie näher ran. Ja, okay, never mind. Irgendwie näher ranschleiche. Oh, nice. Tschüss, du Bastard. Okay, dann jetzt Party. Party in Italy. Sonst nichts. Also lass uns mal kurz warten. Ach so. Sind sie gerade noch gelb? Nee, nee, jetzt nicht mehr. Aber wir sind mit gelb. Okay, da haben sie dich gesehen. Oh Gott, ich sehe dich! Stell mal Distanzrekorde auf hier. Mhm, wie viel hast du denn? Wie viele Meter? Also eben 100, also gerade 116. Und jetzt eben der Sniper war tatsächlich. Nein. Fuck, ich komme. Schon wieder. Ich habe gedacht, ich krieg den noch gelootet. Jetzt eben waren es dann 140, glaube ich. Not bad. Ach, vom gegenüberliegenden Turm, da ist ein Scharfschütze. Ich frage mich gerade von, wo ich den Damage reingedrückt bekomme. Ach, jetzt bist du down. Ja, toll. Sag's auch nix, ich laufe erstmal weg. Ja. Okay, jetzt ganz schnell weg hier. Okay, jetzt bin ich wieder am Verbluten. Ich hab dich. Wir müssen unbedingt hier weg. Weiß noch nicht wohin, aber weg. Doch, das gibt's doch nicht. Das sind zu viele. Hab dich, Siegfried. Ich guck, dass ich zu dir rüberkomme. Danke. Du kannst ja irgendwie am Leben halten, das ist der Wahnsinn. Ja, stell ne? Artillerie. Nicht Artillerie. Ich gehe in das Haus rein. Ich auch. So, erstmal hier vercampen. Soll ich eine hier Kiste durchsuchen? Das ist kein Haus, das ist eine Garage. Warte mal. Das hier wird sehr nützlich sein. Unsere Position ist halt sowas von offensichtlich geworden. Komm schon. So. Ich kann mein Pech gerade gar nicht fassen. Habe ich ihn nicht getroffen? Ich werde ihn ja gerade auch gefragt. Ach nee, ich bin schon wieder am Verbluten. Oh shit. Das ist doch nicht. Hä? Ich. Warte. Lol, der eine, da trägt den Kollegen weg. Da wurde ich gerade weggemacht. Ach du. Hat da gerade echt einer seinen Kollegen weggetragen von den Gegnern? Das sah für mich auch so aus. Krass. Okay, jetzt von hier. Okay,
Okay, dann lass mal gucken, dass er jetzt gelb bleibt. Natürlich, erstmal würde ich den Sniper auf der anderen Seite wegmachen. Macht uns nur Probleme. Das stimmt, die Sniper sind echt heftig. Nein, wieso ist bei mir jetzt schon einer rot? Ach, da oben der. Alles Verwendbare eingesagt. Nein, wieso läuft der weg? Oh, das ist immer das Schlimmste. Jetzt alarmiert der wieder alle. Echt? Schon wieder? Ja. Oh Mann. Also ganz verstehe ich das auch nicht, weil du schießt den auf ein lebenswichtiges Organ und dann wieso nö? Juckt mich jetzt eher. Ja gut, den einen, den hatte ich nicht angeschossen, aber der hat natürlich auch so schräg. Also der stand halt so schräg links über mir und hat halt gesehen, wie ich einen weggemacht habe. Also ist natürlich auch sehr wahrscheinlich. Oh nice, aber ich habe den jetzt ausschalten können mit der Pistole lautlos. Jetzt hat er keine weiteren alarmiert. Okay, und da war jetzt ein Panzer, der hat Verstärkung gebracht. Gucken wir mal, kannst du mit auch zu mir hier hochkommen? Nee. Jetzt hast du unten Leute alarmiert. Ja, ich muss mal. Boah, nicht nur Leute. Nee, lauf mal weg. Guck mir mal Flucht nach vorne, dass die deinen letzten Punkt nicht sehen. Das sind wieder zu viele, glaube ich. Ich schalte jetzt alle nacheinander mit der Sniper aus, wenn die hier langkommen. So, jetzt kommt da einer. Ich habe ihn in die Brust geschossen, er taumelt kurz zurück und steht dann wieder auf. Hm. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Okay, aber ich glaube, das auf Gelb scheint echt das zu sein, was man will in dem Spiel. Dass sie halt merken, dass Leute sterben, aber nicht wo man ist. Immer. Der andere Sniper ist da. Sonst nichts. So. Du bist jetzt weiter bei den Gegnern vorne. Ja. Okay, dann mache ich da den Heckenschutz da hinten. Okay, ich habe es geschafft, dass sie gelb bleiben. Hier sind jetzt keine mehr, die nächsten sind erst wieder auf der Mauer. Hier gibt's nichts mehr zu finden. Auf der Mauer, auf der Brücke. Okay, die sind alle zu mir gekommen. Ja, Glückwunsch. So, jetzt kann ich die looten. Oh ne, die haben mich entdeckt. Scheiße, der Panzer auch. Okay. Ich glaub, das war jetzt mein Todesurteil. Sag mir, wenn ich dir helfen kann, sonst würde ich looten. Ich weiß es gerade halt noch nicht wie. Ich guck mal, ob ich da irgendwie in Deckung laufen kann, aber ich glaube, ich sterbe gleich. Ja. Bin wieder am Looten.
oben auf der Brücke. Okay, dann komme ich jetzt schnell zu dir. Müssen aufpassen, das ist halt so ein Panzergeschütz, der Dauer feuert, ja. Guck mal, da schützt jetzt die Distanz, 157 Meter. Ja, das ist schon nice. Das Problem ist nur, dass die Gegner einfach so viel aushalten. Und das verstehe ich wirklich nicht. Ja. Also ich möchte wirklich verstehen, wie die so viel aushalten können. Keine Ahnung. So, ich laufe jetzt erstmal hier am Haus hoch. Da wird mich schon wieder einer abknallen. Ja, guck mal, dass du zu mir kommst. Ich verstehe. Also, was machst du denn hier ganze Zeit da hinten? Ich werde hier hinten gespawnt. Das ist mein Problem. So. Muss hier verteidigen. Ich komme jetzt zu dir. Hä? Der eine ist gerade hier ein bisschen rumgebackt. Dieser Mistkerl, der hat ihn umgebracht. Okay, meine Position hier ist aufgeflogen. So, ich komme jetzt zu dir, ich muss noch den einen looten. Oh, das sind welche auf dem Baugerüst, ne? Da muss er echt, ich muss ja höllisch aufpassen. Welchen Baugerüst? Achso, da unten? Bei den Brückenpfeilern. Wo kommt man da eigentlich hin? Das sehen wir gleich. Sehr schön. Danke. Jetzt komme ich aber zu dir, nachdem ich mich geheilt habe. So. Das Blöde ist halt echt, dass der Panzer da so alarmiert ist jetzt. Ich bin mal gespannt, ob eine Granate, aber wahrscheinlich nicht, ausreicht, um den zu killen. Jetzt will ich endlich mal zu dir kommen. So. Der ist dadurch jetzt gelb. Aha. Oh, der sieht dich. TNT habe ich. Das kann ich auch werfen. Eingabe-Story anzeigen. Funktioniert denn jetzt TNT? Hä? Ist das weg? Volle entschärfen. Als ob der immer noch lebt. Okay, und ich bin natürlich wieder. Warte. Der ballert dich halt zu Kleinholz, ne, wenn du mich hier holst. Dann kann ich nicht einen Stein. Ach, da muss man vorne eine Sprengladung dran machen. Okay, nee, lass mich mal verbluten. Wir starten das neu. Ich krieg direkt erstmal einen auf den Deckel, wenn ich spawne. Ist auch sehr fair. Okay. Wieso wird mir hier jetzt keine Sprengladung angezeigt? Ich krieg die Krise. Keine Sprengladung. Das erst, wenn der angedamaged wurde. Jetzt hau ich doch nochmal eine Granate auf den. Wie zur Hölle bin ich jetzt schon entdeckt worden? Ich kann es dir nicht sagen. Ah, jetzt kann ich vorne die Sprengladung, Rucksackladung platzieren. Achso, Timer hinzufügen. Okay.
Okay, jetzt habe ich das Fahrzeug hier zerstört. Hoch. Ich würde sagen, geh mal darüber. Das ist alles. Das gibt es nicht. Ich habe so viel Money auf den draufgeballert. Scheiße. Ah, das ist jetzt. Ich probiere es, aber ich glaube, ich krieg dich nicht rechtzeitig. Ja, dann mach das Ziel vielleicht am besten. Ja. Huch. Das Problem ist. Nee, da komme ich nicht runter. Das ist doch jetzt ärgerlich. Also, ich bin gerade. Ich glaube, ich krieg dich sogar doch. Aber mir ruckelt es mittlerweile echt ein bisschen. Ich glaube, ich muss vor der nächsten Session vielleicht die Grafikeinstellung mal ein bisschen anpassen. Okay. Danke. Aber es liegt halt echt an der vielen Vegetation hier. Ich meine, teilweise geht's, aber manchmal. Bricht es schon merkbar ein. Vielleicht ist es echt, dass die 4 GB Videospeicher nicht mehr reichen. Ich freue mich schon auf eine neue Grafikkarte. Wenn ich irgendwann mal eine krieg. Ja, zum aktuellen Zeitpunkt ist die GTX 3060 bei 700 Euro oder so. Ja, ist okay, dafür, dass sie für 329 angekündigt wurde. Ja, steht auch kein Problem. Ich weiß gar nicht, warum du nicht einfach zuschlägst. Ne. Weil die 3060, so als Einsteiger-Grafikkarte, kann die schon mal 700 Euro kosten. Das hier wird sehr nützlich sein. Klar. Definitiv. Ne, siehst du auch so. Auch ein sehr guter Laptop schon. Kein Gaming, aber ein sehr guter Laptop für 700 Euro, aber. Ja. Aua. Okay, aber. Huch, was hat denn da so explodiert? Okay, bist du bei mir in der Nähe eigentlich oder nicht? Ja doch, ich komme jetzt. Ich folge dir. Ich geh mal vor. Schön. Gefühlt einmal von oben nach unten durch. Aber das ist jetzt ja auch kacke. Weißt du, jetzt hatten wir gerade die Animation und in der Animation sind die von gelb auf rot umgesprungen. Was willst du da machen? So, einfach schnell die Sprengladung platzieren und dann weg hier. Zeit zu verschwinden. Habe ich jetzt. Und das müssen wir jetzt machen. Schön, tritt's. Hast du auch einen Timer hinzugefügt? Geschütz zerstören, aber. Ach so, ich konnte jetzt nur R drücken. Achso, das heißt, wir müssen wieder hoch. Zerstören, ja, ich glaube, das müssen wir oben machen. Kann man da nicht rüber? Ich will es nicht probieren. Also Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, ja. Warte, ich hau ihn. Das ist schon. Warte. Sie mal heilen. So, jetzt. Wir steigen uns auf jeden Fall mit den Toten, die wir haben. Ja, absolut. Also, die Distanz von den Schüssen, die wir treffen, die erhöht sich aber auch die Tode. Aber jetzt bugge ich hier fest, oder wie? Oh, schon wieder so gut wie tot. Ich komme. Oh. Ja, langsam nervt mich dieses Game ein bisschen in seinen Mechanics. Wo ist dein Nächste? Ich muss ehrlich sagen, ich finde irgendwie dafür, was dir das Gameplay bietet und wie gut bzw. teilweise auch nicht ganz hundertprozentig sich das spielt, ist es irgendwie zu schwer. Ja. Also ich weiß nicht, ist ja nicht so, als würde ich
irgendwie generell nicht mit schwierigen Games klarkommen. Das ist ja eigentlich gar nicht der Fall, aber das ist irgendwie, ich weiß nicht. Ich finde halt, das ist ein bisschen, ja, nicht so bisschen unfair. Schätze, ich habe alles eingesammelt. So meins. Kommst du mir zu uns vor? Unfair, dass das so hart ist. Ja, ich frage mich vor allem echt, wie die höheren Schwierigkeitsgrade sind. Will ich gar nicht wissen. Oh, ah. Ja, abgeschossen von irgendwo. Ja, hier hinten durch. Jetzt ist die Deckung halt instant aufgeflogen, alles klar. Aber wie sollen wir denn das Geschütz hier kaputt machen? Was war das denn jetzt? Ich glaube, das ist explodiert. War jemand random das getroffen? Jetzt bin ich weg. Ja, ich sag ja. Mann. Oder die höheren Schwierigkeitsgrade sind gar nicht so viel krasser. Dass es sich gar nicht so sehr steigert, aber. Ja, irgendwie auch seltsam. Jetzt müssen wir doch wieder woanders hin. Ich hab gerade Erfahrung bekommen für Feldsanitäter. Nice, ja. Hast mich schon häufiger aus der Scheiße gezogen. Zerstören. Was ist das wieder da unten, das Ziel? Das ist echt seltsam. Huch. Der eine hängt ja auch ist, echt. Das ist, glaube ich, weiter unten. Ja, nee, es wird immer hier. Noch hier angezeigt. Hier geht es nämlich auch nicht weiter. So. Nee. Sind jetzt beide gestorben, oder wie? Ja, was hast du gemacht? Ich habe einmal draufgeschossen auf die Sprengladung. Wie gesagt, ich glaube, ja, man muss da einen Timer. Lass mich die diesmal mal legen. Ah nee, jetzt ist die immer noch gelegt, oder wie? Ja, aber dann... Wo ist denn mein Timer? Ich konnte nur eine Rucksackladung platzieren. Ja, eigentlich wird dir direkt danach nur angezeigt, Timer platzieren. Kam bei mir nicht. Habe ich irgendwo einen Fernzünder? S-Mine. Was steht denn jetzt bei dir? Bei mir steht hier gar nichts. Ich kann hier gar nichts machen. Warte mal. Wenn ich drauf schieße. Ja, das habe ich ja gerade probiert. Ich glaube, das klappt nicht. Was habe ich denn hier? Leuchtpistole. Heißt, was wir machen könnten. Geh mal in Deckung. Jo. Was hat das auf für ein Sprengradius? Hey, kennst du es nicht, die Stabgranaten die Häuser einreißen können? So, jetzt guck bitte nochmal, ob du hier nicht irgendwas setzen kannst. Drücke einfach mal R, wenn da nichts kommt. Und guck mal, ob der irgendwas macht. Nee, macht er nicht. Ich lade nach. Ich kann nichts platzieren. Was ist denn das? Können wir das irgendwie hochgehen lassen? Warte, oder? Ich habe eine was? Stolpermine habe ich so, Stolpermine. Ja, nee, warte, du musst aber komplett weg. Wir könnten sonst probieren, komm mal hier rüber. Hier dürfen wir doch eigentlich nicht sterben. Weil von hier kann ich die da rüber werfen. Was machst du? Achso, wie bist du denn da rüber gekommen? Drüber springen, das geht. Okay. So.
Das kann doch nicht sein, dass der mich hier trifft. Das Spiel will's nicht. Ich habe echt keine Lust mehr. Das kann doch nicht sein, wenn ich eine Granate hinwerfe vom hier aus 21 Meter Entfernung, dass die dennoch trifft. Ich bin ja sogar noch zurückgegangen. Viel weiter zurück kann ich ja gar nicht gehen. Wir können es von hier nochmal versuchen, 34 Meter, aber wenn das nicht klappt... Ich glaube, das Spiel will das nicht, aber... Das ist dann spiele ich nicht weiter. Was ist denn hier unten noch? Warte, ich werfe die jetzt nochmal dagegen. Nee. Warte mal. Brücke springen. Weißt du, was wir probieren könnten? Was denn? Komm mal hier zu mir hin. Und dann snipen wir von hier dagegen. Weil wir von hier sterben, wir sind über 100 Meter weg. Ich will mal ganz kurz die Lösung von dem Spiel angucken. Moment, von dem Spieler. Okay. Warte mal, ich komme jetzt trotzdem zu dir. Warte mal, so, was will der jetzt von? So. Warte mal, was macht der? So, der macht alle NPCs weg. Also er hat auch beide Ladungen platziert. Du verblutest? Ja, ich bin gerade gestürzt, aber ist egal, guck das Video weiter. Können die neu starten. Das macht jetzt keinen Unterschied. Ich helfe dir mal. Von wo bist du denn runtergefallen? Von da oben, von der Brücke, oder? Ich dachte, der überlebt das. Danke. Bitteschön. Jetzt will ich wissen, wie der das am Ende gemacht hat. Ich probiere nochmal was. Es scheint deine Lösung gewesen zu sein. Warte. Ja. Okay, das klappt nicht. Was ist meine Lösung? Dass man von weit weg dagegen schießen muss? Ja. Das Spiel will dir sagen, dass du die ganze Scheißbrücke weglaufen sollst und dann macht's kabumm. Dann. Genau, warte. Ja, okay, dann das können wir uns dann gleich in der Sequenz ansehen. Oh Mann. Dann aber das wo trifft man das denn? Ich hab's ja gerade eben schon mal versucht, aber. Ich sehe da die Sprengladung nicht mal auf die Distanz. Aber die haben doch jetzt platziert, oder? Ja, das schon. Soll ich sonst? Ich hab's im Visier. Ja, gerne. Ah, warte mal, ich muss kurz die Lunge lesen. Kurz den Herzschlag runter. Da macht's einen Abgang. Ja. Ach, das war's schon. Das war's. Ja. Nee. Also, je nachdem, was die Zuschauer jetzt sehen, wie viel wir da jetzt geschnitten haben oder auch nicht. Aber wir haben gefühlt die Hälfte der Mission nur probiert, wie wir dieses Ding zum Explodieren kriegen. Wahrscheinlich war es nicht ganz so krass, aber... Oh Mann. Oh Mann, ja, das trifft ganz gut. Abschlusszeit, fast eine Stunde. Ja, krass. Wahnsinn. Das wird lustig zu schneiden. Ja, ich glaube, ich werde es auch schneiden, sonst ist es zu heftig. Ja gut, ja. Ich würde sagen, wenn euch das Ergebnis gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da für die Mühen und ein Abo, wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt. Und ja, schaut dabei dann jeder vorbei, in der Beschreibung verlinkt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Tschüss.